Mina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause, ein neues Leben, eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten, angeführt von 2 Schwestern, Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Wir waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Captain, du lebst! Scheiße! Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Komm jetzt! Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Steh auf, Captain! Steh auf! Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg! Barnes? Wir lassen den Captain nicht zurück. Sie kommen hierher, schnell. Wir müssen zusammenbleiben, verstanden? Cap. Deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen. Geh vor, wir folgen dir. Wir müssen mit den Waffen finden, uns ausrüsten und so viele Leute wie möglich retten. Hier lang, Barnes. Bleib beim Kämpfen. Wir sollten alles abschreiben und fliehen. Wir bleiben. Wir können noch mehr retten. Wir müssen weiter.
weiter. Bleibt zusammen. So weiter. Irgendwas Nützliches. Halte die Augen offen. Vielleicht kannst du mit deinem Leben was Nützliches herstellen. Wenn ihr beide ein Problem mache? Problem was? Was soll das sein? Das war knapp. Danke. Seid ihr beschissene Problemmacher? Ich habe keine Ahnung, wovon du denkst. Vorbei bist du unter der Erde. Beantwortet die Frage. Das wird kein Problem machen. Ich schwöre. Was hast du da von sich? Du hättest niemals herkommen. Desto besser. Mein Gott, die Highwaymen sind überall. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich verschwinden. Wir müssen weiter. Da müssen noch mehr sein. Hey!
Vorsicht! Fort! Finger weg vom Anzug. Sieht immer, was Sie wollen. Leute, Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Oh. Was haben wir denn hier? Häschen. Oh. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr? Barnes. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid oder Problemmacher. Was? Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser? Ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht, ja, Papst hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Scheiße, ja. Also, Häschen. Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul! Ihr könnt das alles bauen? Nun, nicht ich. Aber Rush hier. Nun, dann wirst du zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Oh. Okay. Fertig. Also, nochmal von vorn. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Hm. Okay. Aus dem Zug. Du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Ich bin Carmina. Oh mein Gott, ich habe dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber soweit ich das sehe, sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Komm mit. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge, sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, also wir müssen nach Hope County. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. Komm schon, wir müssen nur dem Fluss folgen, um nach Hope County zu kommen. Kaum zu glauben, was passiert ist. Sie wussten, dass der Zug kommt.
Ich hätte das ahnen müssen. Diese verschissenen Zwillinge, Mickey und Lou. Ich bin ihnen zum ersten Mal begegnet, als sie zu unserem Haus kamen. Sie meinten, es würde jetzt ihnen gehören. Wir sollten entweder freiwillig abhauen oder mit dem Haus in Flammen aufgehen. Mein Vater hat versucht, sich zu wehren. Also haben sie sich erst ihn, dann das Haus geschnappt. Meine Mutter und ich mussten allein neu anfangen. Wir waren nicht ihre einzigen Opfer. Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt. Und wir haben versucht, einen sicheren Ort aufzubauen. Ist ein Tunnel, der nach Hope County führt. Die Highwaymen versperren uns den Weg. Wir werden Feuerkraft brauchen. Gehen wir. Durch die alte Mine bin ich durchgekommen, als ich Hilfe holen ging. Da drin ist eine Werkbank. An der kannst du Waffen herstellen. Rush sollte das letzte Puzzlestück sein, damit wir uns endlich wehren können. Aber jetzt ist alles noch schlimmer als vorher. Tut mir leid um deine Leute. Ich verspreche, ich werde einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Die Werkbank, die ich meinte. Rush sagte, du weißt dir zu helfen. Na dann bauen wir mal was. An solchen Werkbänken kann man improvisierte Waffen bauen und Munition nachfüllen. Sehen wir mal, welche Waffen wir bauen können. Ja, wir brauchen mehr Material. Das heißt, wir müssen uns umsehen und was Brauchbares finden. Los, zerstör das Schloss. Ich hätte schwören können, da war was. Das sollte reichen. Schleppen wir das Zeug zurück zur Werkbank. Ich bin gespannt, was du zusammenbasteln kannst. Alter, ist das ein Sägeblattwerfer? Krass. Die Highwaymen können sich jetzt auf was gefasst machen. Jetzt können wir die Brücke angreifen. Damit kannst du ein Erste-Hilfe-Set herstellen.
Noch nicht. Right.
Super, danke. Wir sind fast da. Da ist es. Mein Zuhause. Ich hoffe, Mom geht es gut. Oh, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mom. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mom. Ich... Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Kommt erst mal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Oh, bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal, Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen. Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. Ich möchte mal kurz mit dir reden. Das ist es. Zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir so förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung.
lief gut, bevor diese maskierten Wichser aufgetaucht sind. Mhm. Wir werden uns mehr anstrengen müssen, das hier aufzubauen. Hey. Ich muss mit dir reden. Mein Name ist Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen.